Babam, babam. Das Wunderkind. Aha. Das einzigste Wunderkind, das Lamm Gottes. Lady Comstock ist die richtige. Aha. Interessant. In kleinen Händen. Cool. Ja, wirklich cool. Coole Propaganda. Kann man schon dazu sagen. Salz. Oh, was labert ihr alle hier los? Ja, da hast recht. Oh. Ja. Stirb, du Roboter. Deswegen habe ich eine Panzerfaust immer mit dabei. Nicht schlecht, oder? Stirb! Du Engel des Teufels. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Ich bin doch der, den du kennst. Aber ich bin auch noch da. Ich habe ja auch noch was zu sagen. Ich bin doch auch noch da. Ich habe ja auch noch was zu sagen, oder? Wahrscheinlich wieder nicht. Mich habt ihr wieder außen vor gelassen. Habt echt toll gemacht. Salz ist voll. Toll. Oh mein Gott, das ist eine geile Waffe. Die nehmen wir mit. Die ist geil. Aha, der Chinese. Hahaha. Nein, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir gehen jetzt weiter. Mit einer Haarnadel. Einer muss Schmiere stehen. Für was denn? Was gibt's denn hier Tolles? Eine Waffenkiste. Eine neue Fähigkeit, würde ich sagen. Kiste öffnen. Der Laden wurde geplündert. Hier Danke. gibt es keinen Schockjockey. Was? Muss es mitgenommen haben. Dieser Bastard. Er hat's mitgenommen. Kriegst du das geknackt? Ich probier's mal. Na dann mach. Probier's So. mal. Und? Oh toll. Das bisschen Silber. Das hätten wir uns auch sparen können. Naja, egal. Aber diese große Wumme lassen wir nicht mehr los. Die nehmen wir jetzt immer mit. Die Wumme ist geil. Was ist denn? Das ist doch. Slade. Er ist hier. Slade? Der hat unser verdammtes Salz geklaut. Unsere verdammte Schockladung. Shit. Was war das? Slade, komm her, wenn du dich traust. Wo ist er? Er hat das Schockschoggy geklaut. Okay. Ja, okay. Ach, wir müssen das kaputt machen. Oder was? Cool. Schockschoggy! Wir sind für dich bereit. Jederzeit. Wir müssen zurück in die Halle. Comstocks Schiffe. Wie der Schiffe? Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Oh Mann, ey. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Toll. Das sind aber dumme Patrioten. Kann man ja ruhig mal dazu sagen. Die dümmsten Patrioten, die es gibt.
Sterbt alle, ihr dummen Patrioten. Jetzt mit der großen Wumme. Geile Scheiße. Wow. Die Waffe ist geil. Sehr schön. Oh, cool. Doch. Ich bin kein Blechmann. Shit, mach die Musik aus, die ist ja scheußlich. Danke. Shit, wir brauchen mehr. Ich brauche mehr Salz. Verdammt, ich brauche mehr Salz. Und gleich brauche ich auch noch Muni. Shit. Schon wieder so ein Lava-Mensch. Verdammt, ein Lava-Roboter. Komm schon. Verdammt. Los, Raben, macht sie fertig. Shit, keine Muni mehr. Fuck. Verdammt, der kommt auf uns zu. Shit. Renn. Oh, das war's. Junge, ich will nicht gegen dich kämpfen. Wann verstehst du das? Wenn erst der Comstock kommt, dann ist alles zu spät. Oh, kacke, da war er. Shit! Oh, fuck! Oh, kacke. Leute, Leute, gegen den haben wir kaum eine Chance. Nachladen, komm, mach hinne. Dieser verdammte Roboter. Stirb! Ha, so macht man das. Zack. Du bist ein Feigling, du Feigling. Shit, wenn man mal Salz braucht, hat man wieder keins. Los, töte ihn. Komm, wir brauchen mehr Muni. Schrotflinten brauchen wir aber auch nicht. Shit. Wer war das? Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Oh oh. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Sehr schön. Weiter geht's. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen einfach nur noch weg. Cornelius. Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Tja. Wieso willst du dann aber deine ganzen Männer tot sehen? Verstehe ich irgendwie nicht. Mit den ganzen Männern, die wir jetzt schon getötet haben, hätten wir Comstock längst fertig gemacht. Um Längen, meine Freunde. Aber er will es ja nicht. Dann hat er halt Pech. Wo geht's jetzt weiter? Hier oben lang, okay. Sollten wir mitnehmen. Ja, dann werf her. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Elizabeth, gib her. Na, wenn du es mir nicht zeigst, dann kann ich es auch nicht aufheben, also. Ah, hier gibt es einen Pfeil und Bogen. Cool. Den kann man wieder nicht nehmen, schade. Na, dann gehen wir einfach mal hier hoch. La 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 la. La la. Oh, dort ist einer. Ach, das ist doch der Cornelius. Oh.
Oh, jetzt kommen wieder seine Männer. Seine angeblichen, ach so tollen, übelsten Gangster-Soldaten. Die mal wieder nichts drauf haben, ey. Woher kriegst du immer die Muni her? Oh, zwei Schuss und tot ist er. So muss das sein. Zack. Fertig. So sieht's aus, wenn der Boss am Start war. Wir haben ja eine gute Gehilfin gefunden. Komm, Stock. Hol dir Slate. Schocki. Schock. Schocki ist Schocki. Schock, Schocki. Ach, der ist ja tot. Lol. Wie ist denn das passiert? Ist hier noch nicht fertig, Soldat? Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Nee. Ich verschone dich. Bist du ein Blechmann? Ein Blechmann? Nein. Ich töte dich ja nicht. Ich hab dich nicht getötet, haha. Tja, Pech gehabt. Wow, 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 wow. Shit. Was denn jetzt los? Oh mein Gott. Shit, ey. Superman! Schock, Jockey. Kann Blitze schießen. Und Elektro, ja, Schockfallen aufstellen, genau. Cool. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Nö. Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Schade, ich dachte, wir können denen irgendwie helfen. Es gibt schon wieder zwei Türen. Ups. Wo müssen wir denn lang? Hier lang, okay. Nee, komm, wir gehen erstmal hier lang. Was ist denn, wenn wir jetzt auf ihn drauf schießen? Passiert nichts. Nee. Schade. Da lassen wir ihn halt vergiften, Herrgott. Was denn? In Ordnung. Hm. Was soll das bringen? Ein Präzisionsgewehr. Na gut. Bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Egal, dann gehen wir wieder. Okay. Wir haben kein Salz mehr. Schade. Dann gehen wir einfach wieder raus. Ciao, Cornelius. Bis zum nächsten Mal. So. Hier waren wir auch schon. Dann müssen wir jetzt irgendwie den Ausgang finden. Shit, schon wieder. Oh man. Kacke. Aber hoffentlich ist das Flugschiff noch da. Sie scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Genau, mach das. Nö, nehme ich nicht. La, 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 wir haben es geschafft. Tralala. Oh, ich habe einen Rabe gehört. Okay. Ach nee, schon wieder ein Rabenmensch. Ja, doch, nein, schon wieder. Ja, beeil dich. Headshot. Tod. Den Lebenden. Und Leben den Toten. So. Okay, das war's doch schon. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Ja. Sie haben mir gezeigt,
Dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Ja, ist halt so. Das eine, Spaß an der Sache zu haben, das andere. Genau. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, umso besser. Genau. Dann gib mal Salz. Danke. Oh, gut.